Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Bioshock Infinite. In der letzten Folge haben wir Elizabeth, glaube ich, wiedergefunden. Ich glaube, sie steht da vorne. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich habe dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Okay. Jetzt sind wir wohl wieder durch einen anderen Riss. Ich kann mittlerweile, lol, wie ich einfach, wie das einfach, wie oft das einfach passiert. 1912, bevor sie... Es ist noch Zeit. Elizabeth! Jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte gerade irgendwas Wichtiges sagen, aber ich weiß schon nicht mehr was. Hier ist weiter oben. Wenn sie sich wehrt, setzt die Maschine ein. Comstock, was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt, wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Da rein. Vielleicht, wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Okay. Hallo? Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen wollte, ehrlich gesagt. Oh, ich weiß nicht mal, ob es wichtig war, ehrlich gesagt. Ups. Sorry, aber der hat es verdient. Allein, dass der hier steht, reicht mir schon. Er hat einen der Generatoren abgestellt. Wenn wir sie nicht sedieren und er den anderen abstellt, wir sedieren sie nicht. Okay, Notiz an mich. Wir müssen da rein. Schon ein Leben verglichen mit dem Glauben. Oh oh. Tschüss.
Okay, da sind wir eben lang gelaufen. Ich glaube, wir sollten dieses Mal in die Richtung gehen, oder? So, auf Wiedersehen. Langsam werden die echt ein bisschen widerstandsfähiger. Als ob der noch lebt. Damit können wir nichts machen. Kann es sein, dass wir eben in die falsche Tür gelaufen sind? Kommt ein bisschen so rüber. So. So, das hat sich dann aber jetzt, oder? Okay, jetzt ist hier so ein bisschen Evil Within / Resident Evil Stimmung. Dankeschön. Elizabeth, ich bin gleich da! Mann, ich wollte ihm irgendwas total Wichtiges sagen, aber ich weiß einfach nicht mehr was. Egal, wie sehr ich darüber nachdenke, mir fällt es nicht ein. Hallo? 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 Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab. Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer wir nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Okay. Langsam haben wir dann, glaube ich, auch mal genug von diesem ganzen Kopfgeficke. Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. Die Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. So, Elizabeth. Okay. Der scheint es ja wieder gut zu gehen. So. Die Prozedur sollte uns sehr helfen bei dem Problem. Schild ist leider halt voll. Das können wir nicht mehr verbessern. Das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Ja, das macht euch jetzt irgendwie nicht besser, sondern eher nur noch schlechter. Bitteschön.
Okay. Dann auf zum Propheten. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Ich frage mich immer noch so ein bisschen, in welcher Welt wir jetzt sind. In welche Welt hat sie uns versetzt? Wo sind wir hier? Eine durchaus berechtigte Frage, meiner Meinung nach. Okay, was verkauft der Typ? Nur wieder ein bisschen Verbesserungen, die wir eh nicht brauchen. Zum Geld sage ich jedoch nicht nein. Finde Comstock, okay. Da! Die Hand of the Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder. Aufregend der Start. Atemberaubend die Flugkurve und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Bitte sehr. Vielen Dank. Okay. Na, hier sieht's auch wieder super aus. Mittlerweile brennt halt einfach schon die ganze Stadt. Das wird alles noch sehr lustig. Was ist das? Da! Entdeckung! Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Ach, komm schon! Zieh dich um, Elizabeth! All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Hörst du mal auf, damit dich umzudrehen? Ich glaub's wohl. So. Als ob der Kaffee dabei hat. Nee, das war der andere Typ. Das wäre lustig. Oh Mann, manchmal ist es so verwirrend. War's das schon oder kommt da noch was? Ich bin eigentlich eher mehr gewohnt, muss ich gestehen. Okay, auf irgendwas wird geschossen. Wo sind hier noch welche? Ich versuche das gerade so ein bisschen akustisch herauszufinden, aber es ist leider nicht so leicht. Kann ich mich einfach hier drin verstecken? Ich glaube nicht. Wo ist hier denn noch jemand? Die sind da hinten, okay. Die haben auch sonst nichts zu tun. Kennen wir ja schon. Im Kampf knacken nicht möglich, ja moin. Ich kenne halt dieses Spiel, da wird sich wieder irgendwas Interessantes drin befinden. Ich erinnere mich halt auch noch an einiges. Na gut, wir unterstützen den Moskito langsam mal. Tschüss. So, reicht dann auch mal. Aber mittlerweile, ich bin echt stolz auf mich, dass ich
ja, das Ganze mittlerweile ganz gut hinbekomme. Früher war das alles ein bisschen schwieriger für mich, habe ich so in Erinnerung. Da kommen wir nicht durch. Kannst du dir das mal ansehen? Wir zünden uns nur an. Geschafft. Alles klar. Schon wieder ein Lockpick. Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt. Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück, von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lear. Aber er ist mein Bruder. Und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Bitte sehr. Okay, ist das vielleicht irgendwie so ein bisschen der Hauptpunkt des Auftrags? Ich meine, die haben uns ja auf diese Insel gebracht, die Lutesses. Da finde ich die Frage schon relativ berechtigt, ob das nicht genau das ist, was überhaupt der Auftrag ist. Das Mädchen soll ja zurückgebracht werden. Diese Augen. Einfach nur creepy. Von da hinten kam ich ja her. Mein Moskito-Ding lebt noch. Ich habe langsam echt das Gefühl, wir gehen aufs Ende zu. Das finde ich nicht gut. Ich will noch nicht die DLCs aufnehmen, obwohl irgendwie will ich schon, aber ich will, dass das Spiel noch nicht vorbei ist. Wow. Ja, bring uns dahin. Wo ist der Laden denn? Der war doch eben noch ganz in der Nähe, glaube ich. Meinst du, es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben? Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Tja, jetzt wissen wir auch, wo das herkam. Und direkt danach fängt es natürlich wieder an. Ich glaube, es ist gerade gar nicht mal so schlecht, meine zweitliebste Lieblingskraft rauszuholen. Da drüben! Comstocks Leute, sie wollen zu uns! Kommt mal her, Freunde! Mensch, wie sind wir denn hierher gekommen? Das verstehe ich nicht. Komm mal her. Tschüss. Hier, Munition. Okay, wo sind die denn? Ach so, das ist nur so ein Ding. Tschüss. Noch ein Kampfschiff links. Yes, kommt alle zu mir. Ich freue mich. Wir nehmen noch mal so ein paar mehr mit, so viele wie es nur geht. Wo kommst du denn bitte her? Was bist du für ein Idiot? Genau, schieß auf deine eigenen Leute. Super Idee. Super smart. Tschüss. Smarter Boy. Achtung, da sind noch mehr. Wo denn? Oh, hallo. Ich nehme euch alle auch einfach mal so mit. So, Boy, du kommst auch mal her. Ups, ich sollte mal ganz schnell Gesundheit suchen. Oh,
Komm schon, 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 komm schon. Keine Gesundheit. Okay, wir haben aber gerade Schild. Irgendjemand, kommt schon. Ich will doch irgendjemand einen Snack dabei haben. Oh oh. Cheat. Okay. Das ist uns jetzt noch einmal erwischt, war irgendwie klar bei der Gesundheit. Das war schon sehr knapp. Hier wird doch irgendjemand Gesundheit dabei haben. Also ich glaub's ja wohl nicht. Ja, gesundheitstechnisch halt. Okay, es geht gerade. Tschüss. Der hatte wenigstens Zuckerwatte dabei. Da ist er. Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein. Sieh mal. Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf. Okay. Was uns aber auf diesem Luftschiff erwartet, das schauen wir uns dann erst in der nächsten Folge an. Bis dahin.